Willkommen zu einer kleinen Folge Let's Play Asphalt 8. In den letzten zwei Parts haben wir ja die vier Strecken abgeschlossen und jetzt steht ein Duell an. Und das machen wir. Genau mit diesem Auto hier. Der Hang ist zum Beispiel nicht empfohlen. Sollte ich nicht nehmen. Aber bei beiden Autos, deshalb kann ich mich entscheiden. Naja, egal. Nimm ich den. Gar kein Motorsound, das ist ja richtig scheiße. Das kann man doch nicht machen. Kein Motorsound reinbringen. Ja, ist halt so, wenn es ein Elektroauto ist. Klingt nur extrem scheiße jetzt. Na komm, überhol mich, ich will was zu tun haben. Ich hör dich doch. Naja. Na komm, zieh vorbei, ich möchte was zu tun haben. Ich möchte dich ein bisschen rammen. Oder fährst du oben oder unten lang? Okay, er fährt oben lang. Oder? Das kann man jetzt noch nicht sagen. Das kann man leider jetzt noch nicht sagen. Du fährst dort nicht lang. Ich will dort nicht lang fahren. Dann halt nicht. Ich wollte aber dort gar nicht lang fahren. Die Strecke ist voll scheiße. Und der ist oben lang gefahren. Naja, haben wir ihn trotzdem wieder eingeholt. Der fährt nicht in die Höhle. Großer Fehler. Oder fährt jetzt in die Höhle. Ist nämlich noch ein Zweiteingang. Aber den nutze ich nicht, weil das die kürzeste Strecke ist. So wie das aussieht, fährt er auf jeden Fall nicht Höhle. Naja, egal. Aber er kommt. Ich habe kein Nitro. Mir fehlt Nitro. Ah, da ist es ja. Dich habe ich gebraucht. Der lässt sich so schwer lenken. Ist richtig scheiße, der Wagen. Aber da kann man nichts machen. Naja, wieder ans Ziel driften. Genau, und dann sind wir Erster. Schauen wir noch an, wann der ans Ziel gekommen ist. 13. Okay, doch. Okay, dann haben wir das Duell schon mal abgeschlossen. 385 Rennbelohnung und 15 Medaillen. Das geht doch. Dann spielen wir das nächste Rennen. Und das ist Tokio. Wie zu erwarten. Kann man auch mal andere Strecken dran? Das ist nämlich langsam langweilig. An die Strecke hänge ich dann einfach noch eine Strecke ran. Vielleicht sogar im Online-Modus. Bestimmt auch praktisch, mal im Online-Modus zu spielen. Dagegen ist man halt, die können halt was im Online-Modus, weil du dagegen echte Leute spielst. Und da
Da kann man dann halt nimmer so leicht hier einfach durchwaschen. Da muss man dann halt mit was anderem fahren. Ja, ich denke, ich hänge noch eine Runde ran. Also im Online-Modus. Lass mich vorbei. Aber damit kann ich gleich jetzt noch eine andere Streckenführung zeigen. Durchs Kaufhaus erstmal durch. Und jetzt biegt man nicht rechts ab, sondern wir biegen links ab. Miau. Und ja, mit ja, stimmt, ja, kann man ja so das machen. Hui. Oder kann man ganz schnell einen Totalschaden kriegen? Ganz schnell. Was sagte ich gerade? Ach, alles halb so wild. Die können sowieso nichts. Aber das Können wird sich dann im Online-Modus schon ganz schön verändern. Weil ja, sieht man, selbst wenn man 2 Totalschaden hinlegt, hast du immer noch keine ernstzunehmenden Gegner. Deshalb, naja, kann man machen, muss man aber nicht. Und ich habe nicht mal einen getunten Wagen. Die kann man ja tunen. Hui. Ja, dann geht's ab ins Ziel. Noch ein paar Laternen mitnehmen. Genau. Und dann haben wir das geschafft. Gucken wir uns das mal an. Ja, okay. So viel war es auch nicht, Abstand, aber trotzdem. So, und dann spielen wir jetzt noch eine Runde im Online-Modus. Das sind sie sehr gut. Also, da erst zu werden wird sehr schwer. Ich schätze mal auf Vierter. Vierter ist Durchschnitt bei mir dort im Online-Modus. Nicht jetzt. Und nicht mit dem Auto, wir fahren mit diesem Auto. Klassisch, und was fahren wir denn? Nicht gegensetzt Alpenwändern und 2 Runden. Genau. Ah, ja. Mal gucken, für was die anderen sich entscheiden. Rennen wird gestartet. Ah, da bin ich 3-mal mindestens Dritter geworden. Das kann ich überhaupt nicht. So ein Mist. Naja, egal. Zieht mal wenigstens mal eine andere Strecke. Hier wird mal viel leichter vernichtet. Weil die alle was drauf haben. Aber das ist mir relativ schnurz. Komm. Oh ja, die sind getuned. Oh. Naja, egal. Ei. Ei, ei, ei. Jetzt bin ich... Ei, was machst denn du vor mir?
kommst denn du her? Ja, sieht man ja auch einen Unterschied. Und was war das denn? Ey, so viel Pech kann nur ich haben. Ist ja richtig unfair gewesen. Nee. Das nenne ich unfair. Ja, da kann man auch nichts machen. Kann man nur sagen, schade. Komm, aber dafür, dass das gerade passiert ist, sind wir noch Vierter. Ah, Fünfter. Der Vierte, der fliegt da oben. Da ist der Vierte. Den. Der sieht nicht so gut aus. Ja. Der vernichtete sich auch selber. Aber das ist ein Flugzeug. Das ist doch unfair. Kann man ja gar nichts dagegen machen. Naja. Der hat schon inneres Spiel verlassen. Der sieht schon, dass er keine Chance mehr hat. Aber so wie ich sagte. Ey, nee, lass offen. Lass die Tür offen. Ist immer unpraktisch, wenn die Tür zu ist. Dann knallst du dagegen und hast einen Totalschaden. Aber dafür kannst du nichts machen. Ja. Dritter wären wir auf keinen Fall mehr. Aber wie ich sagte, Vierter ist Durchschnitt. Ey! Was war das denn für eine Scheiße? Ja, die Dritten, die sind direkt mal ganz schönes Stück weg. Und da hat noch jemand verlassen. Oh, das... Alter. Es hätte fast einen Totalschaden gegeben. Naja, Vierter sind wir. Ich wäre sonst Dritter vielleicht geworden, aber das Flugzeug dachte sich, nö, das will ich nicht. Naja, gucken wir uns wenigstens mal an. Ja, ich bin ganz schön, wo bin ich denn? Ja, okay, die sind ein ganz schönes Stück vor mir. Alter, was haben die gemacht? Bestimmt einen übelst getunten Wagen. Na egal. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Verbesserungsvorschläge bitte in die Kommentare. Und wenn ihr mal gegen mich spielen wollt, mich auf Facebook als Freund hinzufügen und dann können wir mal gegeneinander spielen. Bis dahin. Tschüss.